Servus, ihr Elfenhasser, und willkommen zum nächsten Letter Game. Wir haben das Imperium. Und wir wollen mal sehen, ob wir mal ein paar dunkle Elfen plätten können. Mal so ein bisschen eine durchmischte Frontlinie. Ich habe mal noch mal ein paar Großschwerter dabei. Die müssen wir allerdings wirklich weghalten von irgendwelchen gottverdammten Henkern von Harganeth. Und wir haben halt jetzt halt keinerlei Fernkampftruppen dabei, außer den Luminarch. Den gilt es zu verteidigen. Mit allen Mitteln. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier so läuft. Ich würde mal fast sagen, wir packen unseren Magier hier vorne mit zu den Nahkämpfern. Jo, und dann machen wir mal noch ein paar Grüppchen. Diesmal können ja die Speere auch mal in die Gruppe. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Oh cool, hier hinten ist ein Schiffswrack. Ist mir noch gar nicht aufgefallen auf der Map. Cool. Auch wenn es ein bisschen niedrige Texturen hat. Ja, die Map hier. Irgendwie steht CA seit Model Empires irgendwie auf so Maps, wo man in der Mitte einen freien Streifen hat und links und rechts Wälder. Das gibt es nämlich irgendwie öfter oder zumindest auf einer Seite den Wald. Finde ich eigentlich auch ganz okay. Wobei es schon so ein bisschen offensichtlich ist, also so ein bisschen, naja. Danke für den Tipp. Malekith auf einer Echse. Er hat die Henker an den Seiten. Und in der Front sind Korsaren der Schwarzen Arche. Und eine Todeshexe. Es wäre fast eine Überlegung zu sagen, wir holen uns erst die Todeshexe. Können wir mal einen kleinen Schuss auf... Oh, shit, hat es reingezockt. Ich glaube, wir schießen doch weiterhin auf Malekith. Ja, nee, wisst ihr was? Wir gehen mit den Speeren mal hier raus. Die Speere kommen dann hier vor. Ich will auf... Nee. Ich will halt eigentlich nicht unbedingt die... Oh nein, der Luminarch hat versagt. Können wir mal mit dem hier auf die Todeshexe gehen? Ach, das sind die Repetierer. Ätzend. Ätzend. Vielleicht übersieht das ja? Nee. Okay, dann nicht. Hier, die Speere gehen mal auf die. Krass, haben sie die jetzt tatsächlich gekriegt? Nee, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, cool. Da hat er seine Frontlinie ganz schön zerpflückt bekommen. Vielleicht sind diese Großschwerter doch mal eine Überlegung, dass man die doch noch mal wegbringt. Ich will hier eigentlich nicht länger gegen die kämpfen müssen hier, weil ich da eigentlich keine Lust drauf habe. Oh nein, diese gottverdammten Typen sind einfach so effizient. Das nervt voll. Diese rüstungsdurchdringenden Typen da. Mit ihren Armbrüsten. Auf ihren verdammten Pferden. Jetzt schießt du mal, du dummer Penner. Ja, jetzt mit den Demigreifen sollten wir vielleicht mal ein bisschen... Ach, die sind schon vernichtet worden hier drüben. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, wir haben zum Glück noch den Lichtmagier. Wir bringen mal unsere Demigreifen hier drüben in Sicherheit. Alter, ist das jetzt gerade dein Ernst? Können wir jetzt bitte mal den Typ hier plätten? Okay. Abhauen. Die Jungs kommt rein. Wir gehen mal hier rüber. Kommt jetzt hier das Netz. Die Demigreifen holen sich die. Der Luminarch geht hier rüber. Und kann jetzt mit einer letzten verbleibenden Salve mal auf die hier drüben feuern. Weil Malekith dürfte eigentlich hier Platz gemacht werden. Ah, okay. Der Luminarch hat sich dazu entschieden, doch auf die Reiter zu schießen. Naja, okay. Der braucht hier nicht angreifen, ne? Nö. Alles cool.
Aber er schießt nicht auf den Luminarch, das ist cool. Gefällt mir. Weil die Demigreifen müssen eigentlich mit Malekith hier drüben gut klarkommen. Und da stirbt sein General, wunderbarst. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unseren Luminarch hier irgendwie wegkriegen. Fuck, aber der wird wahrscheinlich vernichtet werden. Ach, schade. Das ist doch echt schade. Bin mal gespannt, ob er rauskommt. Wahrscheinlich aber nicht. Dann brauchen wir unseren General hier drüben. Ach, schade. Da ist er draufgegangen, der Luminarch. Das tut mir jetzt echt leid. Mal schauen, ey. Also die Schlacht hier ist ziemlich knapp gerade noch. Ich war echt dumm, dass ich jetzt den hier sterben lassen habe, den Luminarch. Aber wir haben noch... schade, haben wir auch nicht. Weil jetzt geht uns natürlich auch dieses Netz verloren. Ist total ärgerlich. So, mit unseren Bihan-Kämpfern müssen wir jetzt leider die Henker hier angreifen. Ja, und wir haben noch ein Netz. Perfekt. Ah, cool, er kommt sogar her. Okay, na gut, wenn er das machen will. Ich dachte jetzt eigentlich, er will uns noch ein bisschen kiten, aber okay. Finde ich eigentlich ganz cool, dass er das jetzt macht. Weil das war eigentlich ein Fehler jetzt von ihm. Oh Mann, die Todeshexe lebt auch noch. Netze. Nein! Verdammt, sie ist entkommen. So, jetzt müssen wir hier mal raus. Wir müssen jetzt die Todeshexe töten. Unbedingt. Ne, mit den Großschwertern gehen wir mal hier rein. Oh weh, oh weh. Oh nein, wir müssen aufpassen, dass ich jetzt... dass wir das noch hinkriegen hier, die Schlacht. Ich hätte gedacht, wir stehen eigentlich ganz gut da. Aber momentan müssen wir echt aufpassen. Das Einzige ist halt, dass wir noch Boris haben, der jetzt schon mal so ein bisschen Cycle-Chargen kann. Weil die Hexenkriegerinnen, die müssten von den Großschwertern eigentlich ziemlich zerschnetzelt werden. Aber er hat ja auch noch eine Menge Munition, verdammt. Das ist nicht gut. Okay, die Hexenkriegerinnen fliehen schon mal. Können ja mal... Oh nein, wir haben auch die Kontrolle über Boris verloren. Ja, Boris ist noch unsere einzige Hoffnung im Grunde genommen. So. Jetzt aber nochmal einen schönen Angriff da drauf. Wir müssen ihn hier unterstützen mit unseren Großschwertern. Und hier flieht seine Todeshexe sehr schön. Verfolgt sie. Solange er hier jetzt nicht angreift, können wir mit unseren Großschwertern mehr Schaden machen. Und kriegen vielleicht sogar noch einen Charge ab jetzt hier. Das wäre auch sehr cool. Aber die Bögen sind echt ein Problem jetzt noch. Diese Repetierbögen. Wir Cycle-Chargen einfach mal. Ich glaube, da sind wir jetzt am besten aufgehoben. Hier gehen wir mal in den Wald. Jawohl, und hier fliehen seine Truppen. Wenn die Henker jetzt hier weiter fliehen, dann haben wir echt eine reelle Chance. Wenn wir die Henker hier loswerden könnten, das wäre super. Verfolgen sie einfach mal mit Boris, der hat ja noch den Terror. Alter Schwede, das ist eine ganz schön knappe Schlacht. Die Balance Bar hier oben sagt eigentlich, dass wir momentan eigentlich ganz gut dastehen. Aber jetzt schlägt es wieder in die andere Richtung aus. Gott verdammt, warum fliehen die Großschwerter jetzt nur? Das ist doch echt, das ist jetzt richtig übel. Das ist jetzt richtig übel, Mann. Gehen wir mal raus hier. Boris. Zum Glück sind die Greifen so mobil. Und können immer überall rausziehen. Und wir haben halt auch noch ein bisschen Heilung. Was auch gut ist. Oh nein, jetzt fliehen unsere Großschwerter komplett. Okay, Leute, jetzt leider muss ich jetzt cheesy sein und Cycle chargen. Hilft es leider aber auch nichts. Leider muss es sein.
Und es wird sowieso noch schwierig, weil ich die Repetierarmbrüste, diese Pferde, die mich daran hindern könnten, hier rauszufliegen immer. Und wir fliegen zurück. Und ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch noch weiter in der Luft bleiben und mich heilen. Aber das wäre dann zu, vielleicht doch ein bisschen zu cheesig. Na komm schon, bitte. Die Henker. Die Henker und die Großschwerter waren das letzte, was noch übrig war. Ja, warum fliehen die denn jetzt? Diese verdammten Henker, die sind einfach so stark. Ja, okay, das war's dann wahrscheinlich. Ich kann jetzt noch gucken, ob ich noch mal in die Luft komme. Aber es könnte echt schwierig aus. Es sieht echt schwierig aus gerade. Ich meine, ich weiß zwar, dass diese Reiter hier kaum Schaden an mir machen, aber wenn ich es nicht schaffe abzuheben, dann können die mich natürlich auch zu Tode hetzen. Und? Liegt das denn noch? Nein. Verdammt. Okay, wir haben uns gesammelt. Okay, jetzt können wir die Reiter hier platt machen. Das ist ja natürlich jetzt optimal. Flieg weg! Weiter. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen cheese, aber es muss halt jetzt leider sein. Und komm mal weg. Okay, er geht mit seinen Reitern tatsächlich weg, das ist gut. Weil jetzt müssten wir eigentlich abheben können. Jawohl. Und jetzt verfolgen wir mal die hier. Ja, mit dem Magier müssten wir die eigentlich weghalten können. Weil der müsste, glaube ich, schneller sein als die, oder? 35. Okay, hier können wir jetzt weiterkämpfen, ohne dass die hier dabei sind. Das ist gut. Hier können wir nochmal ein bisschen weiter chargen. Und die hier, den hier noch Schaden machen, solange jetzt die Henker hier drüben außer Reichweite sind. Und jetzt sind wir leider auch am Limit unserer Heilkapazitäten. Na komm, hol sie dir, Boris. Hol sie dir. Okay, die sind geschattert, wunderbar. Die Armbrüste, die sind geschattert, das ist jetzt super. Und eigentlich mag ich es ja nicht so zu spielen, aber es musste jetzt halt einfach sein. Es tut mir leid. Weil ich wollte jetzt das Match hier eigentlich wirklich nicht verlieren. Einfach aus dem Grund, weil es erstens ziemlich knapp war. Und zweitens, fand ich eigentlich, dass er jetzt auch nicht überkrass gut... Er hat gut gespielt auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, das hat er jetzt verdient gewonnen. Okay, die sind geschattert und das war's. Oh, wow, wow. Liebe Leute, das war eine knappe Kiste, aber wir haben es noch rausgerissen, wunderbar. Na, gucken wir uns doch glatt mal die Kills nochmal an. Jo, hier da die Korsaren, die gegen die Großschwerter gekämpft haben, haben 5 und die Korsaren, die gegen die weichen Truppen gekämpft haben, haben halt 100 Kills einfach gemacht, alter Schwede. Die Henker haben es übelst gerockt. Die Kavallerie hat er so ein bisschen verhunzt. Malekith konnte man halt mit dem Luminar gut ausschalten. Ich nehme den Luminar jetzt wieder öfter mit. Er ist einfach... Da das Imperium momentan nicht so stark ist, muss man halt zu solchen Superwaffen auf solche Superwaffen zurückgreifen. Deswegen... Ja, Mann, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an Furagir. Und danke auch an euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.